Hi zusammen, Florence hier. Schön, dass ihr zuschaut. Es freut mich ganz besonders, denn heute geht es um ein echt richtig spannendes Thema, und zwar um angeborene Herzfehler. Parallel geht gerade noch ein anderes Video online auf meinem Kanal. Das dürft ihr direkt im Anschluss schauen, aber nicht vorher, nicht unterbrechen. Denn jetzt wird es richtig interessant. Ich habe nämlich einen Gast hier oder eine Gästin, die von ihren eigenen Erfahrungen aus redet, wie es ist, ja, damit zu leben, wenn man eine chronische Erkrankung hat. Und zwar ist die liebe Sabrina hier. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da Ja, bist. ich freue mich auch. Cool, dass es geklappt hat und ja, schön, dass wir auch über das Thema sprechen können. Bin auch schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Sabrina hat einen ganz, ganz interessanten Blog. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung und auch den Instagram-Kanal. Apropos Instagram-Kanal, wenn man den ansieht bei dir, ich finde, auf den ersten Blick dachte ich so, ja, ganz normaler Instagram-Kanal, schöne Fotos und Dankeschön. interessante Sprüche und Gedanken. Wenn man aber weiter scrollt, sieht man ja wirklich auch plötzlich so auch sehr intime Momente aus dem Krankenhaus oder wenn es dir nicht so gut geht. Das fand ich tatsächlich außergewöhnlich. Es ist eben nicht so eine, ja, heile Welt einfach, die du da zeigst, sondern du lässt wirklich hinter die Kulissen blicken. Seit wann machst du das? Ich glaube, mit Instagram habe ich, glaube ich, 2016 oder 17 irgendwie angefangen. Tatsächlich aus dem Gedanken heraus, dass ich einfach schon immer Texte geschrieben habe. Das war, was so mein Output irgendwie war. Und daraufhin haben sich dann Leute bei mir gemeldet und gesagt, oh, danke, dass du das Thema angesprochen hast. Ich fühle mich voll gesehen. Oder zum Beispiel war mal ein Vater dabei, der gesagt hat, mein Kind hat denselben Herzfehler wie du. Dein Account ist der Grund, warum ich der OP zugestimmt habe. Und ich habe es nicht bereut. Sowas. Und daran habe ich gesehen, dass die Gedanken, die ich irgendwie für mich hatte, vielleicht auch anderen weiterhelfen. Und dann habe ich das halt weitergeteilt. Und 2018 ist dann meine Webseite dazugekommen. Und heute bin ich Speakerin und darf das beruflich machen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja, ich glaube, dass das Leben hat halt so unfassbar viele Facetten. Und natürlich ist auch Social Media oft so eine Ablenkung. Und man ist irgendwie fertig mit der Arbeit oder mit der Schule und man guckt sich gerne irgendwie schöne Accounts von anderen Leuten an. Aber ich glaube, wir vergessen, dass das, was wir dort zeigen, ist auch nur ein Bruchteil von dem, was das Leben irgendwie ausmacht. Und für mich geht es darum, zu teilen, was ich durch mein Leben lerne und vielleicht auch erlebe. Und diese Erkrankung hat halt nicht nur Schattenseiten, sondern auch irgendwie Schönes. Und das Leben hat halt ganz viele Facetten von schön und nicht so schön. Und ich versuche, eine bunte Mischung zu zeigen, weil das Leben eben nicht perfekt ist. Ja, deswegen vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass dir das gefällt. Ja, ich fand das wirklich außergewöhnlich tatsächlich, weil eben, wie du schon sagst, man sieht ja bei Social Media eigentlich immer die schönen Momente und da posten die wenigsten etwas, ja, wenn, was ihnen in einem unvorteilhaften Moment zeigt oder wenn es ihnen nicht so gut geht. Und ich merke selber auch, dass ich, obwohl ich natürlich theoretisch weiß, dass das nur eine Scheinwelt ist, auch mich da mal so reinsaugen lasse manchmal und denke, ach, allen geht es so gut und also was natürlich schön und gut ist, aber dass man dann selber, wenn es einem dann selber gerade nicht so gut geht, dass es einen so ein bisschen herunterziehen kann tatsächlich. Genau, deswegen war ich da sehr, sehr überrascht und ich fand das, also finde das echt toll. Dankeschön. Ich glaube auch, dass das, wenn man das mal auf diese Bubble der Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen betrachtet, ist es auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil es gibt ganz viele Behinderungen oder Erkrankungen, wo man eben nicht sofort jemand anderes Betroffenes kennt. Und Instagram ist da so ein bisschen so eine eigene Selbsthilfegruppe irgendwie für viele Betroffene und für viele auch ein großer Ort für Austausch und sich mit anderen Betroffenen zu connecten und auch irgendwie gesehen zu werden. Und ich glaube, dass da Social Media auch eben die Möglichkeit bietet, dass wir alle eben das teilen dürfen, was wir gerade fühlen und möchten, solange das natürlich den Richtlinien entspricht und niemand anderen irgendwie verletzt oder triggert und so. Das ist mir auch irgendwie ganz wichtig. Aber das ist, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, was wir dort präsentieren und was nicht. Und warum nicht dann auch das Leben in all seinen Facetten? Ja. Ja, das ist wirklich wahr. Redest auch ganz, oder das heißt, redest, also postest auch ganz offen, ja, dein Leben mit einem, ja, angeborenen Herzfehler. Was ist denn genau deine Erkrankung? Meine Erkrankung nennt sich Variation des hypoplastischen Linksherzsyndroms. Ist ganz, ganz viel Latein.
Das heißt so viel, das Herz hat ja zwei große Hauptkammern, eine rechte und eine linke. Und meine linke ist nicht ausreichend entwickelt, dass sie die Pumpfunktion übernehmen kann. Normalerweise würde ja von der linken Herzkammer das Blut in den Körper transportiert werden. Und das funktioniert halt bei mir nicht. Dann habe ich noch ganz viele kleine Herzfehler nebenbei. Und dann wurde in mehreren Operationen mein ganzes Herz-Kreislauf-System so umgebaut, dass es quasi mit einer funktionsfähigen Herzkammer funktioniert. Und dieser neue Kreislauf nennt sich Fontankreislauf. Aber weil er quasi ein künstlich angelegter Kreislauf ist, ist der Organismus, also der Körper, nicht darauf ausgelegt, sein Leben lang 100 Jahre mit so einem Kreislauf zu leben. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht allzu alt. Und dadurch, dass er eben jetzt verändert ist, hat dieser Kreislauf Auswirkungen auf viele andere Organe. Und bei mir ist am meisten die Lunge in Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen habe ich über die Jahre halt auch Probleme an der Lunge, an der Leber, an mehreren anderen Organen entwickelt. Ich habe ein Schmerzsyndrom dazu bekommen. Also ganz, ganz viele verschiedene Baustellen, die ursprünglich von dem Herzen ausgehen. Aber ich bin froh, dass es diese Operationsmethode überhaupt gibt, weil ja, ich bin heute 22 und bin sehr dankbar, dass ich überhaupt so alt werden durfte. Ja. Du meintest, du wurdest schon mehrfach operiert. Wie oft wurdest du denn schon operiert? Ich finde es immer schwierig zu sagen, das und das ist mir genau passiert und ich hatte so und so viele Operationen und so viele Untersuchungen, weil selbst wenn eine andere Person dieselbe Diagnose hat, kann die Befindlichkeit oder der Zustand ganz unterschiedlich sein. Und deswegen spreche ich nicht ganz so gerne über Zahlen, weil ich Angst habe, dass sich andere Leute vergleichen. Und daran fest. Genau, ja. Weil wir sind alle so unterschiedlich und gehen auch unterschiedlich um, auch mit der Erkrankung, mit uns selbst oder erleben ganz unterschiedliche Dinge, obwohl wir vielleicht dieselbe Diagnose haben. Und ich möchte dann irgendwie nicht, dass sich Leute mit mir vergleichen oder sich untereinander vergleichen. Ja, ist auch völlig verständlich. Ich hatte auch eher die Frage gestellt, um tatsächlich eher darauf hinauszukommen, dass man ja mehrere Operationen braucht, um den Herzfehler beim Neugeborenen beheben kann man ja nicht sagen, also zu beheben, sondern einfach um zu korrigieren. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein voll wichtiger Aspekt. Deswegen freut es mich sehr, dass du das ansprichst, weil so wie ich hier sitze, sehe ich ja sehr gesund aus. Und man sieht mir ja meine Erkrankung nicht an. Und ich glaube, dass das manchmal ganz cool ist, weil ich nicht sofort über meine Behinderung oder meine Erkrankung beurteilt oder identifiziert werde. Aber mein Herz ist ja immer noch krank. Man kann mir ja nicht einfach eine neue Herzhälfte zubasteln. So der Ventrikel, den kannst du nicht irgendwo bauen und mal dran bauen. Und es gibt natürlich Herzfehler, wo die von unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, wo das vielleicht eher machbar ist, dass man ein Kind oder einen Herzfehler so korrigieren kann, dass das Leben möglichst normal weiterverläuft. Aber in den meisten Fällen ist es halt eben nicht so, weil das Herz selber wurde ja nicht verändert. Der ganze Kreislauf wurde nur so angepasst, dass es jetzt funktioniert. Und deswegen sagen wir immer, dass wir korrigiert oder unsere Herzfehler korrigiert wurden, aber nicht geheilt. Mhm. Genau. Also war wirklich bemerkenswert, weil ja das überhaupt erst seit einer Weile möglich ist, dass man, ne, zum Beispiel wie du, 22 werden kann mit einem halben Herzen, sagt man auch dazu. Ja. Ne? Weil die OP-Möglichkeiten gibt es ja erst seit kurzer Zeit tatsächlich. Wussten deine Eltern schon, bevor du geboren wurdest? Nee, also bei mir wusste man das tatsächlich nicht. Und ich wurde auch als quasi gesundes Baby geboren. Bei mir wurde das erst bei einer Nachuntersuchung nach der Geburt festgestellt. Aber ich weiß, dass die pränatalen Diagnostik mittlerweile so weit sind, dass man Herzfehler sehr gut identifizieren kann. Und dann schon vorhinein weiß, ungefähr, wie muss man nach der Geburt handeln. Richtig, und worauf kann man sich einstellen. Und ich glaube, das hat auch so Vor- und Nachteile, weil so eine Nachricht ist ja auch für die Eltern ein großer Schock, weil wer rechnet schon damit, dass genau mein Baby so eine Erkrankung irgendwie hat. Und vielleicht kann man sich, wenn man das in der Pränataldiagnostik schon feststellt, vielleicht besser darauf einstellen, aber dann kann man vielleicht auch die Schwangerschaft nicht ganz so genießen. Und ich glaube nicht, dass es dann besser oder schlechter gibt. Genau. Er hat wahrscheinlich alles zwei Seiten. Ja. Wie gehen denn deine Eltern oder auch deine Freunde heute damit um? Also ich glaube, dass meine Eltern
sehr, sehr dankbar dafür sind, wie alles verlaufen ist. So, es gab natürlich Höhen und Tiefen und mal mehr Komplikationen, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Lebensqualität, die ich habe und dass ich dieses Leben so führen kann, wie ich es tue. Und ich bin für meine Eltern halt ein Kind, wie meine Geschwister eben auch. So, natürlich muss man bei mir vielleicht auf andere Sachen achten oder hat vielleicht immer zusätzliche Themen im Kopf. Aber diese Krankheit ist ja auch nur ein Teil von mir und ich bin ja auch so viel mehr. Also ich kann ja auch Probleme im Studium haben oder mit Freundschaften oder was auch immer. Und diese alltäglichen Problematiken, die haben ja Gesunde auch. So. Ja. Ich habe ja nicht nur meine Krankheit als Problem sozusagen. Meine FreundInnen gehen da sehr, sehr großartig mit um. Also ich bin sehr dankbar für die Freundschaften, die ich heute pflegen darf, weil ich auch merke, dass sie mich als Person sehen. Und natürlich ist es wichtig, dass die über meine Krankheit Bescheid wissen, auch wissen, was im Notfall zu tun ist, wenn es mir nicht so gut ist, geht. Und dann weiß ich auch, dass ich mich auf die verlassen kann. Aber wie gesagt, ich bin auch so viel mehr als diese Erkrankung. Und die schwingt halt immer mit und die ist präsent und das ist okay. Und die darf ihren Platz haben. Aber ich darf auch ich sein und das sehen sie. Und das freut mich sehr. Genau. Deswegen bin ich eine Freundin, wie alle anderen eben auch. Du sprichst jetzt wirklich sehr, sehr offen drüber und du klingst wirklich, also über den Dingen stehend, was wirklich, Dankeschön. Also wirklich sehr, sehr bewundernswert ist oder was ich sehr bewundernswert finde. War das denn auch schon so, als du Kind warst? Also du bist ja aufgewachsen, sicherlich schon mit dem Bewusstsein, genau, ja. Ich bin irgendwie anders auf jeden Fall. War dir das als Kind immer sehr klar oder sehr bewusst, dass mit dir in Anführungszeichen etwas nicht stimmt? Ja, wirklich in Anführungszeichen. Und alle anderen sind gesund? Oder war das gar nicht so ein Thema für dich? Ich habe das erste Mal so wirklich im Kindergarten verstanden. Wir hatten so einen Kassettenrekorder, wo wir uns so aufgenommen haben. Und das war das erste Mal, dass ich meine Stimme gehört habe. Und meine Stimme ist, bei einer der Herzoperationen wurde ein Nerv gelähmt, der für die Stimme da zuständig ist. Das heißt, ich habe quasi eine gelähmte Stimme und einen gelähmten Kehlkopf. Und deswegen spreche ich halt so, wie ich spreche. Und im Kindergarten war es das erste Mal, dass ich mich gehört habe und gemerkt habe, oh wow, ich klinge ja ganz anders, wie ich mich höre. Und oder dass man dann irgendwie geturnt hat und gespielt hat und man gemerkt hat, okay, ich kann einfach nicht so mithalten. So, und da war das schon so ein Vergleichen und ich bin anders. Und das, mit dem Bewusstsein bin ich aufgewachsen. Aber dadurch, dass ich meinen Körper ja so gut kenne, ist mein Körper immer mein Normal für mich. So, und es gibt natürlich bessere Tage und schlechtere Tage, aber das ist ja bei jeder Person so. Und ich merke schon im Laufe der Zeit, dass es eine fortschreitende Erkrankung ist und dass über die Jahre es mir eher schlechter geht. Aber es ist immer noch mein Normal. Mhm. Und mein Normal ist heute mein Normal, was ein anderes Normal von vor 3 Jahren war. Mhm. So, Gesundheit ist ein Spektrum. Und auch gesunde Personen haben nicht jeden Tag einen guten Tag. Ja. Gerade so in der Teenagerzeit oder in der Jugendzeit war das doch dann sehr, sehr merklich für mich, dass ich anders bin, dass ich nicht auf jede Klassenfahrt mit durfte. Oder gerade in der Schulzeit war es dann auch so ein Vergleichen oft, auch durch Lehrpersonen oder so. Weil das Schulsystem ja grundsätzlich viel auf Vergleichen auf ist, durch Noten, durch Leistung. Und es gibt einfach Bereiche, in denen ich einfach nicht so leistungsfähig bin. Und da war das dann schon sehr, sehr merklich, dass ich einfach anders bin, dass ich vielleicht aber auch Themen habe, mit denen man sich im Alter von 14, 15, 16 noch gar nicht mit beschäftigt, so Themen wie sieht denn meine Beerdigung aus? Hm. Und all diese Themen, die halt für mich zu meiner Lebensrealität gehören. Und deswegen gibt es immer mal wieder Momente, in denen ich merke, ich bin anders, aber ich bin halt immer ich. Und das ist mein Normal, genau. War das denn schwierig oder ist das denn schwierig für dich, also heute oder vielleicht war es früher auch schwieriger, das zu akzeptieren, dass du nicht so leistungsfähig bist wie andere? Ich glaube, es ist immer in den Momenten schwierig, wenn ich merke, was ich zu verlieren habe. Zum Beispiel, ich habe erst was anderes studiert und musste halt merken, dass ich gesundheitlich nicht die Voraussetzungen habe, dieses Studium durchzuziehen. Und zu merken, ich muss einen Traum, an dem ich so lange festgehalten habe, muss ich den jetzt loslassen. Da dann zu sehen, Gesunde schaffen das. Oder wir hatten dann die Situation, dass ich eine Klausur hatte und danach umgekippt bin, weil mein Körper das halt nicht geschafft hat. Und dann sagte eine Kommilitonin,
Ja, ich kann das voll verstehen, dass Klausurphasen anstrengend waren. Ich konnte auch nur zweimal die Woche jetzt feiern und nicht öfter. Und da sieht man einfach, dass es einfach eine andere Dimension ist von dieser Lebensrealität. Ich versuche immer alles zu schaffen, was ich mir vornehme. Und auch wenn ich einen Umweg nehme, ob das jetzt irgendwie der Führerschein ist oder der Schulabschluss oder was auch immer. Ich glaube, durch Kommunikation schafft man da ganz, ganz viel, auch wenn es vielleicht über einen anderen Weg zu erreichen ist. Aber dann zu merken, okay, ich kann es nicht, weil ich es körperlich nicht schaffe oder weil vielleicht die strukturellen Rahmenbedingungen so sind, dass sie nicht inklusiv sind oder dass sie vielleicht auch Diskriminierung schüren. Das sind dann die Momente, die dann sehr frustrierend sind, weil ich kann ja meine Behinderung nicht wegmachen. Ich kann nicht einfach gesund sein, nur weil ich es gerade möchte. So, sondern ich muss ganz viele Dinge einfach in meine Lebensrealität anpassen. Und wenn das funktioniert, so wie in einem neuen Studium jetzt oder in den Freundschaften, wie ich sie pflege, dann freue ich mich. Aber das Außen ist nicht immer so, dass es so inklusiv ist, dass ich das an mich anpassen kann. Mhm, ja. Ja. Empfindest du denn diese Einschränkungen oder dass du eben dein Leben, dein Lebensstil an die Erkrankung halt anpassen musst und das nicht umgedreht machen kannst, ist das eine sehr starke Einschränkung für dich oder kannst du damit recht gut umgehen? Ich glaube, am ehesten beschreibe ich das, wie jede Person hat ein Energielevel und mit diesem, jeden Tag hast du ein gewisse Anzahl an so einem Energielevel, wie in so einem Videospiel oder so, ne? Und alle Aufgaben, die du am Tag hast, kannst halt erledigen und immer geht so ein Stück von diesem Energielevel weg. Und mein Energielevel ist von Anfang an nur halb so groß. Und zu merken, zu frustriert zu sein, okay, wow, vor 2 Jahren habe ich noch mehr geschafft. Meine Krankheit hat wieder einen Fortschritt gemacht. Meine Krankheit schränkt mich in der sozialen Teilhabe ein. Und das sind immer wieder Momente, die mich natürlich frustrieren. Und dann versuche ich, mit FreundInnen zu reden, zu sagen, okay, könnt ihr eher zum Besuchen zu mir kommen, als dass ich irgendwo hin muss und versuche, das irgendwie anzupassen, weil meine Erkrankung immer dynamisch ist, weil sie nie, so ich weiß nicht, wie es mir morgen geht. Und mit dieser kontinuierlichen Ungewissheit umzugehen, kann halt immer wieder frustrierend sein, weil man immer wieder auf Momente stößt, in denen eben das Außenrum nicht angepasst werden kann. Und das ist frustrierend so. Und damit muss ich lernen, umzugehen. Und vielleicht muss auch die Gesellschaft lernen, sich anzupassen. Oder zum Beispiel, ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich dann Freundschaften habe, wo ich sage, könnt ihr das und das und das so ändern, dass ich wieder teilhaben kann. Und ich bin da sehr dankbar, in einem Umfeld zu sein, wo das möglich ist. Aber es gibt ja auch ganz viele Momente, wo das nicht so möglich ist. Im Berufsleben zum Beispiel oder in allgemeiner gesellschaftlichen Teilhabe und so. Ja, ja, generell ist die Gesellschaft sehr auf Leistung, also an Leistung orientiert und darauf ausgelegt. Ne? Also selbst als gesunder Mensch ist es sehr schwierig, da mitzuhalten mitunter und jeden Tag 150% zu geben. Richtig. Das ist natürlich dann als jemand, der eine chronische Erkrankung hat, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, weil ich auch, genau, wenn ich zum Beispiel das Beispiel nehme, was du jetzt hattest, ich werde ja nie diese 150% leisten können, weil ich froh bin, wenn ich überhaupt einen guten Tag habe, weil ich froh bin, überhaupt mal an einem Tag alles in der Uni zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe. So, und dann sind das vielleicht so viel, viel kleinere Dinge, die für mich ziemlich groß sind und ziemlich bedeutsam. Zum Beispiel, für mich war es ein riesengroßes Ding, überhaupt einen Führerschein machen zu können. So, und andere so, ja, ach, das ist ein Führerschein, das haben wir alle. So, ja. Aber für mich war das so ein Ding, weil ich dadurch viel, viel mehr Freiheit zum Beispiel gewonnen habe, weil ich sonst nicht so mobil bin. Und mein Körper ist nicht darauf ausgelegt, unfassbar viel Leistung zu erbringen. Aber die Gesellschaft verlangt das sehr oft. Und deswegen, glaube ich, ist sowas wie strukturelle Diskriminierung oder sowas wie Barrierefreiheit oder strukturelle Diskriminierung ist dann etwas, was immer mal wieder so auftaucht und eben nicht, dass es barrierefrei ist. Auch so im Berufsleben oder so. Es gibt ja genug Menschen, die verdammt gut in ihrem Job sind, aber vielleicht nicht 40 Stunden arbeiten können. Ja. Und weil dann diese Person nicht so viel arbeitet und nicht so effizient vielleicht oder nicht so den Anforderungen entsprechend, dann wird diese Person diesen Job nicht bekommen, auch wenn sie vielleicht gut ist. Und da würde ich mir wünschen, dass
für uns Menschen mit Behinderung die Strukturen so verändert werden, dass es für uns leichter ist, teilzuhaben. Das, ich habe aber gerade schon rausgehört, weil du meintest, dass dann zum Beispiel also selbst der Führerschein für dich schon eine große Leistung ist und ein toller Moment gewesen ist, als du den bekommen hast. Da habe ich gerade gedacht, dass es ist ja dort dann aber schon so, dass die Erkrankung den Blick auf die Dinge auf jeden Fall deutlich verändert und dass man ganz andere Dinge zu schätzen weiß, die als also gesunder Mensch oder Mensch ohne chronische Erkrankung, sage ich jetzt mal lieber, für so einen Menschen normal sind. Und ja, aber eigentlich auch was Besonderes sind. Also man muss ja wirklich sagen, dass ja selbst wenn man gesund ist und ja zumindest keine Erkrankung hat, von der man weiß, selbst dann sind ja diese kleinen Dinge trotzdem, finde ich, große Errungenschaften. Ja, voll. Oder eben genau zum Studium gehen zu können. Und also ich finde, das klingt immer so banal, aber dieses jeden Tag gesund oder überhaupt aufwachen zu dürfen. Ich finde, das klingt immer so nach Klischee, aber ich finde tatsächlich, ich habe ja auch eine Weile in der Klinik gearbeitet und habe ich sehr oft gedacht, es ist eben nicht selbstverständlich, dass man das kann. Und oder auch wenn man sagt, so ja, alles Gute zum Geburtstag, ich wünsche viel Gesundheit, das ist auch immer so eine Floskel. Und tatsächlich, wenn ich das sage, ich meine es jedes Mal ernst, weil ich wirklich denke, ohne das ist der Rest halt nicht viel wert. Halt. Und also im Sinne von, dass es einfach so wichtig ist, durchs Leben gehen zu können und dann eben Leistung erbringen, ist halt. Ja, also ich weiß, die Gesellschaft ist darauf ausgelegt, aber eigentlich ist es nicht wirklich wichtig. Halt. Ich fände es gerade ganz spannend, dass du genau diesen Satz sagst, ohne Gesundheit bringt es nichts sozusagen oder ist der Rest nicht viel wert. Und ich verstehe das, ich verstehe voll, was du meinst, aber für mich ist Gesundheit nicht alles, weil ich nie gesund sein werde. So. Weil wenn ich darauf warte, bis ich gesund bin, dass ich dann mein Leben lebe, dass ich dann den Job kriege, dass ich dann Karriere mache, ja, dann kann ich ja jetzt schon aufgeben, weil ich nie gesund sein werde. Und ich werde auch fortlaufend, wird es mir nicht so viel besser gehen, dass ich mich dann mit jemandem ohne Behinderung, ohne chronische Erkrankung vergleichen kann. So. Und dann sind für mich kleine Errungenschaften und kleine Gewinne so viel größer, weil ich ja von meinem Status ausgehe. Weil ich ja von meiner Baseline ausgehe, von meinem Normal. Und mein Normal kann ja wo ganz anders stehen, wo dein Normal ist. Und das ist okay. So. Und wenn du für dich einen großen Gewinn hast, dann freue ich mich für dich mit. Und das können vielleicht Dinge sein, die ich mir nie zu erträumen wage, weil ich weiß, ich habe gar nicht die Voraussetzung, das jemals zu schaffen. Und genauso würde ich mir wünschen, dass sich meine FreundInnen oder jetzt in dem Fall du zum Beispiel für mich freust, wenn ich was geschafft habe, wo andere Leute sagen würden so, oh wow, okay, das schafft doch jeder oder jede. Weil es für mich dann was Großes ist, weil meine Baseline einfach woanders liegt. Und deswegen ist vielleicht Gesundheit nicht alles, sondern vielleicht glücklich sein. So. Das ist ja ein interessanter Punkt. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, da ja, stimmt, hast du wirklich recht. Und also genau, also, es war gemeint im Sinne von, dass viele Leute sich über Dinge Gedanken machen und ich mir oft gedacht habe, ja, ist sicherlich wichtig, aber eigentlich kann man schon froh sein, wenn es einem einigermaßen gut geht. So. Aber stimmt, aber klar, nochmal so, auch die Formulierung, jetzt wenn du das sagst, man kann, selbst Gesundheit ist halt genau für jemanden wie dich eben nichts, was... Ja. So, selbst wenn ich sage, heute bin ich gesund, heute habe ich einen richtig guten Tag, heute geht es mir gut, dann wird es mir trotzdem nicht so gut gehen wie eine andere Person. Und deswegen ist für mich... Gesundheit fluide. So, und deswegen irgendwie viel mehr so eine Range, anstatt ein Zielpunkt oder ein Standpunkt. Ein Zustand, der, genau. Ja. Aber deswegen, wenn ich jetzt auch noch eine Erkältung habe und auch noch dies oder das oder jenes, dann ist ja auch meine Gesundheit zu dem Zeitpunkt schlechter. Und dann weiß ich auch, okay, jetzt kann ich noch weniger, bin ich noch eingeschränkt oder sonst was. Und dann denke ich mir auch, oh ja, Mensch, ich wäre auch froh, wenn ich jetzt nicht die Erkältung hätte oder die Grippe oder sonst was. Und das denke ich mir dann ja auch bei gesunden Menschen auch. So. Oder du kommst ja auch aus der Medizin. Es gibt halt Erkrankungen, die du einfach plötzlich bekommst und plötzlich ändert sich das ganze Leben. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Herangehensweise, damit irgendwie umzugehen, als wenn ich sage, okay, ich war schon immer krank. Ich kenne keinen anderen Zustand als das. Aber ich kenne diesen Prozess von, es wird immer schlechter. Und ich kenne diesen Prozess von dynamischen Erkrankungen. Und deswegen... glaube ich, ist es auch Gesundheit ganz, ganz individuell für jede einzelne Person auch. Auch zu sagen, okay, bin ich jetzt gesund, wenn ich reisen kann und 40 Stunden die Woche arbeiten kann und ein Haus und zwei Kinder und einen Hund oder so? Oder bin ich auch einfach gesund, wenn ich
ein Dach über dem Kopf habe und ich kann studieren, was ich will. Und auch dann sage ich, wow, ich bin unfassbar privilegiert, dass ich in einem Land leben darf, wo ich studieren kann, was ich will, wo ich eine medizinische Versorgung habe, mit der ich mich stabil fühle. So, und dann bin ich auch glücklich. Mir ist gerade wirklich aufgefallen, wo du so redest, dass mit dem Medizinstudium und der Klinikzeit und auch, wenn man natürlich immer versucht, sich auf die andere Seite so zu denken und man vieles gesehen hat, auch viele traurige Momente und auch schöne Momente mit Patientinnen, dass trotzdem natürlich aus Arztsicht ist immer dieses, ah ja, wie bekomme ich den Patienten gesund? Und jetzt, wo du das gerade sagst, natürlich ist es halt nicht immer möglich, jemanden wieder zu gesund, alles in Ordnung, was ja sowieso, also zu mir meinte mal irgendwann ein Dozent in der Uni, wenn man lang genug sucht, findet man immer was. Ja, so. Stimmt. Deswegen ist es ja auch wieder so, also mit dem Augenzwinkern. Genau, aber klar, jetzt wo du das sagst, stimmt, Gesundheit ist für jeden auch was anderes und für mich ja was ganz anderes als für dich und umgedreht. Ist genau. Ein interessanter Gedanke oder ja, Fakt einfach. Musst du dich denn oder achtest du denn sehr auf deine Ernährung? Musst du da auf bestimmte Dinge achten, was du essen kannst, was du nicht essen kannst? Es gibt für meinen Herzfehler, also der kann sich ja auch verändern, also mit diesem Herz-Kreislauf-System. Und es gibt tatsächlich eine Komplikation, die sehr häufig ist, bei der man eine ganz, ganz spezielle Diät braucht, weil sonst der Kreislauf nicht aufrecht gehalten werden kann. Das ist zum Glück, Klopf auf Holz, bei mir noch nicht so. Und bei mir ist gerade im Moment alles relativ stabil. Und deswegen kann ich auch quasi essen, was ich will und was ich möchte und was mir schmeckt. Und ich glaube, dass Ernährung auch nochmal so ein riesen, riesengroßes Thema ist. Ja, zum Beispiel auch schon. Genau. Auch irgendwie ethische Komponenten hat oder sowas. Deswegen richte ich meine Ernährung viel mehr nach dem aus, was mir schmeckt, was mir gut tut und was ich für ethisch vertretbar finde, anstatt bei meiner Gesundheit. Aber klar, sowas wie, ich nehme sehr viele Medikamente, da muss ich nicht noch massenhaft Alkohol trinken, um die Leber noch mehr zu belasten. So soll ich dann schauen. Aber ich esse das, was mir schmeckt und gut tut. Und wie ist es denn mit Sport? Ich habe ja gesehen, dass du auch tanzt. Genau. Sieht man so ein paar Videos auf deinem Profil. Genau. Also kannst du denn jede Sportart machen? Oder inwiefern schränkst du dich da? Oder musst du dich einschränken? Durch diese Kreislaufumstellung ist das hämodynamische Gleichgewicht in meinem Körper ein bisschen anders. Also was die Drücke angeht. Und deswegen darf ich quasi mit diesem Herzfehler nicht jeden Sport machen, der auf viel Leistungsdruck aus ist. Zum Beispiel, ich dürfte nicht mit so einer Pressluftflasche tauchen gehen, weil diese Sauerstoffflasche dann einen anderen Druck auf meinen Körper auswirkt oder dieses Wasser, diese Tiefe. Ich dürfte zum Beispiel nicht rudern, all solche Sachen. Trotzdem ist Sport wichtig und gut, weil das Herz ist nun mal ein Muskel und durch Sport trainieren wir unsere Muskeln und da sind wir auch wieder so beim Thema Gesundheit. Ich mache den Sport, der mir gut tut und mit dem ich meinen Gesundheitszustand so aufrecht wie möglich halten kann. Ich habe knapp 18 Jahre Ballett getanzt und habe es geliebt, habe es dann aber auch aus gesundheitlichen Gründen irgendwann abgebrochen, weil ich nicht mehr mithalten konnte. Und die Frustration darüber zu sagen, okay, ich schaffe das nicht mehr, ich bin nicht mehr die Tänzerin, die ich in meinem Kopf und in meinem Herzen bin, das war sehr frustrierend. Deswegen habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Ich tanze immer so in meinem Herzen so ein bisschen weiter und hoffe, dass ich das irgendwann wieder machen kann. Und inzwischen mache ich viel Yoga, so weil das zum Teil zum Muskelaufbau, aber auch für die Lunge, um die zu durchlüften und ja, so ein bisschen zu trainieren. Ja, man achtet ja auch sehr auf die Atmung beim Yoga und genau, muss sich ja sehr konzentrieren. Wenn du jetzt so redest, also du sprichst ja da ganz offen darüber, welche Einschränkungen du hast und welche du auch hinnimmst. Und ich frage mich gerade, man sagt ja immer so, wenn es um eine Krankheit geht, gibt es so das eine Lager, das so sagt, ja, akzeptieren, annehmen gehört dazu. Und dann die anderen, die sagen, nein, du musst dagegen kämpfen und sonst wird das nichts, so ungefähr. Kannst du dich da für eine Seite entscheiden oder wie gehst du denn daran? Wenn ich mich dafür entscheiden müsste, dann für die Situation das anzunehmen. Wenn ich sage, ich kämpfe gegen die Krankheit, kämpfe ich gegen meinen Körper. Und natürlich gibt es ganz viele Situationen, die nicht schön sind, wo ich wünschte, dass ich das gerade nicht durchleben müsste und wo ich denke, oh, Mensch, jetzt wünsche ich aber mal nicht krank zu sein oder so. Sowas gibt es. Klar.
Aber ich habe nur diesen einen Körper und ich habe nur dieses eine Leben. Und ich habe diese Krankheit und kann sie nicht wegwünschen. Ich kann nicht unfassbar viel Sport machen und dann geht die einfach weg oder so. So, das heißt, ich kann nicht gegen diese Krankheit ankämpfen, weil ich dann ständig gegen mich kämpfen würde. Und wenn ich ständig gegen mich ankämpfen würde, dann habe ich ja gar keine Zeit mehr, glücklich zu sein. Und wir wissen alle nicht, wie viel Zeit wir auf diesem Planeten haben. Aber die Zeit, die wir haben, können wir mit möglichst viel Leben füllen. Und wenn ich diese Zeit, die ich dann habe, damit fülle, gegen mich anzukämpfen und zu sagen, was ist das für eine Scheißkrankheit, ich möchte die am liebsten nicht haben, dann verpasse ich doch so viel Schönheit, die da draußen ist. Und deswegen sage ich immer, ich kämpfe nicht mehr gegen meinen Körper, sondern mit meinem Körper. Mhm. Und nehme den mit ins Boot. Denn wenn ich auf mich achte, auf meine Gesundheit, auf das, was meiner Seele gut tut, und ich glaube, dass auch die psychologische Komponente ganz relevant ist, dass ich dann ein glücklicheres Leben führen kann. Und es geht nicht darum, meine Krankheit als komplettes zu akzeptieren. Weil es gibt immer Momente, wo ich sage, das ist doof, das möchte ich jetzt nicht akzeptieren. Die Untersuchung, oh, lieber nicht. So, und ich muss es trotzdem machen. So, und deswegen kämpfe ich dann mit meinem Körper, vielleicht auch dann durch diese Situation durch, aber niemals gegen ihn. Weil ich bin froh, dass ich ihn überhaupt habe, denn ohne diesen Körper wäre ich halt nicht auf der Erde. Wäre das denn auch so dein Tipp für andere Menschen, die eine chronische Erkrankung haben oder krank sind generell, ja. Also wäre das so dein Tipp, den du mitgeben würdest? Oder was kannst du für Tipps geben? Boah, ich finde es schwierig zu sagen, so ich bin allwissend und ich habe irgendwie die Tipps oder so, weil letztendlich ist jede Erfahrung individuell und jede Person nimmt vielleicht auch andere Sachen für sich mit. Aber ja, das wäre auf jeden Fall so ein Gedanken, der mir ganz wichtig wäre. Aber auch, ich glaube irgendwie daran, dass wir schon ganz viel in uns haben. Und ich kenne meinen Körper ganz genau und ich weiß, wie der sich anfühlt, wenn er sich verändert oder weiß ich nicht was. Und ich hatte nämlich mal Ärztinnen, die mir halt abgesprochen haben, dass ich Ahnung von meinem Körper hätte. Ja, die haben, also ich war im Krankenhaus und dann habe ich gesagt, ich brauche die und die und die Untersuchung, weil wir das und das und das testen müssen. Und dann sagten die Ärztinnen, wir sind die KardiologInnen, du hast nicht studiert. Also hast du ja gar keine Ahnung von der Materie. Und dann wurde ich irgendwann entlassen. Und dann war es irgendwann so, dass ich einen anderen Arzt gefunden habe, der das für mich getestet hat. Und er meinte so, ja, die Werte sind so schlecht, da muss man intervenieren. Und deswegen ist so etwas, was ich immer anderen mitgeben möchte, dass wir schon so viel in uns haben und dass wir uns so gut kennen. So, niemand kann in dich hineingucken. So, okay, außer so mit bildgebenden Verfahren und so, dann schon. Aber du bist die Spezialistin von deinem eigenen Körper. Und lass dir das nicht absprechen. Gerade wenn es irgendwie ums Thema Behinderung oder chronische Erkrankung geht. Wir sind darauf angewiesen, auf Support-Systeme. Wir sind auf ÄrztInnen, auf TherapeutInnen angewiesen. Aber ich würde mir immer wünschen, dass wir für uns so sehr einstehen, dass diese Beziehungen immer auf Augenhöhe passieren. Denn natürlich habe ich nicht das ganze Wissen vom Medizinstudium. Und natürlich weiß ich nicht, welche Medikament für welche Situation gerade relevant wäre. Aber ich weiß, ob ich mich gerade gut fühle und wann nicht. Und ich wünschte, dass wir viel mehr für uns einstehen würden, was uns gut tut. Und das auch in jeglicher Hinsicht, weil nicht nur vielleicht in medizinischer, therapeutischer Hinsicht, sondern auch vielleicht auf sozialer Ebene. Ich weiß, ob ich gerade Teilhabe erfahren möchte. Ich weiß, ob ich gerade auf Hilfe angewiesen bin. Und ich darf verdammt nochmal für mich einstehen. So. Und wir werden so oft klein gehalten. Es wird so oft gibt es dieses eine Bild von dem Menschen mit Behinderung, was irgendwie nach außen kommuniziert wird. Aber Behinderung ist fluide oder Krankheit ist fluide. Und da ist so eine Vielfalt dahinter, dass ich mir wünschen würde, dass auch andere Leute sehen würden, dass wir die ExpertInnen von uns selbst sind und dass wir eine Stimme haben. Und wir haben diese Stimme und wir sollten diese nutzen. Und dafür brauchen wir auch Systeme, die uns darin bestärken, diese zu nutzen. Gibt es denn was, was dir besonders geholfen hat, also dich bestärkt hat und was dir mehr Mut gegeben hat, auch aufgezeigt hat, ah ja, stimmt, du kannst ja für dich selbst sprechen, du kennst dich selbst am besten? Tatsächlich
dieser eine Situation im Krankenhaus, wo mir quasi abgesprochen wurde, dass ich mich mit meinem Körper auskennen würde, wo sich dann ja im Umkehrschluss herausgestellt hat, dass ich schon den richtigen Riecher hatte, sozusagen, was mit meinem Körper falsch ist, in Anführungszeichen, oder was gerade das Problem war, dass ich da gemerkt habe, oh wow, ich muss irgendwie für mich einstehen. Das hat dann knapp 5 Jahre jetzt gedauert, bis ich ein Ärzteteam gefunden habe, die sagen, okay, das ist so komplex, aber wir können es dem annehmen, weil wir dir vertrauen. Mhm. Also dass diese Kombination aus diesem Herzfehler plus diese Lungenerkrankung plus ein paar andere Baustellen ist halt ziemlich selten. Und deswegen war es für mich auch sehr, sehr lange schwierig, ein Ärzteteam zu finden oder ein Ärztinnenteam zu finden, was mit mir auf Augenhöhe eben kooperiert. Und halt ganz, ganz viel schreiben. Also ich habe eigentlich schon immer geschrieben, was ich denke und fühle. Also andere, wenn sie gestresst sind, gehen joggen. Wenn ich joggen gehe, dann bin ich noch frustrierter, weil ich nicht joggen kann. So, und deswegen war mein Output immer schreiben. Und zu merken, ja, das ist mein Ding, hat mich dann bestärkt, meinen Träumen oder meinem Gefühl zu folgen, dass das Richtige für mich ist. Mhm. Ja. Und das ist auch das, woraus du dann sozusagen die also Kraft ja, schöpfst. Genau. Und genau, also. Daraus und im Moment durch Corona natürlich durch Telefonate als durch Treffen, aber Kommunikation mit ganz vielen Herzensmenschen und wo ich das Gefühl habe, halt gesehen zu werden. Mhm. Und ich würde mir so wünschen, dass ganz oder alle Menschen so jemanden im Leben haben. Und es müssen nicht 50 FreundInnen sein oder 10. So, es reicht eine gute oder ein guter. Aber vielleicht auch einfach für das Gefühl, nicht so alleine zu sein, sondern gesehen zu werden. Jetzt ist es ja nicht ganz so leicht, mit einer Erkrankung durchs Leben zu gehen, die nicht so viele betrifft. Also zwar eigentlich schon häufig vorkommt, aber vielleicht ist nicht unbedingt im Umfeld jemand betroffen. Und du meintest schon, du findest Kraft im Schreiben zum Beispiel und indem du auch drüber redest und setzt dich ja sehr viel damit auseinander. Ja. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel den Bundesverband Herzkranke Kinder, der sich ja ganz viel darum kümmert. Ja. Ne, das ist ja so eine Anlaufstelle, wenn man betroffen ist oder wenn man jemanden im Umfeld hat in der Familie, wenn Geschwister betroffen sind. Die bieten ja zum einen Online-Coachings zum Beispiel an, also gerade für Eltern. Wie sie besser damit umgehen können. Da gibt es ganz viele Hilfestellungen, also auch nicht nur medizinische Erklärungen, sondern auch, was das Rechtliche angeht. Also wirklich sehr, sehr gut. Und dann auch so Freizeiten, auf die man mit kann, wenn man zum Beispiel betroffen ist. Und da bist du auch Teil davon. Genau. Also als ich jugendlich war, da bin ich tatsächlich als Teilnehmerin auf so eine Reiterfreizeit, also quasi eine Jugendfreizeit, aber nur für Kinder mit angeborenem Herzfehler. Und da war auch eine ärztliche Betreuung dort, sodass auch meine Eltern wussten, dass im Notfall ist jemand da und alles ist betreut und alles ist safe. Und das war wirklich so einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, okay, wow, ich bin nicht alleine. Und das war irgendwie total bestärkend und schön. Und tatsächlich ist aus einer dieser Reiterfreizeiten meine heute längste Freundschaft entstanden. So. Mittlerweile bin ich aber quasi nicht mehr dort Teilnehmerin, sondern darf dort als Speakerin sein. Ich darf auf Veranstaltungen sprechen. Ich habe ganz viel Kontakt zu anderen Familien, weil damals, als ich klein war, gab es noch nicht so viele, die mit demselben Herzfehler erwachsen werden konnten. Also ich bin quasi erst die zweite Generation, die so alt werden darf oder erwachsen werden darf mit dem Herzfehler. Und ich glaube, es ist durchaus für Eltern bestärkend zu sehen, okay, wow, dieses lohnt sich, dieses Durchhalten, diese ständigen Operationen, diese Krankenhausaufenthalte. Und das ist zermürbend und das geht an die Substanz. Aber das kann sich lohnen. Aber ich habe auch ganz viel Kontakt zu anderen Jugendlichen, die mir irgendwelche Fragen stellen auf Instagram oder auf so Veranstaltungen zu mir kommen. Und ich glaube, dass das Besondere im Austausch mit anderen Betroffenen eben ist, dass es ganz viele Themen gibt, die alle Jugendlichen betreffen, aber mich als Jugendliche mit angeborenem Herzfehler anders. Mhm. So Themen wie Schwangerschaft und Sexualität und wie gehe ich mit meinen Narben um. Das sind oder eben, was ich vorhin angesprochen habe, okay, was ist, wenn ich als Jugendliche sterbenskrank bin? So, und das sind ganz viele Themen, die vielleicht
mich als Mensch oder als Jugendliche mit angeborenem Herzfehler ganz anders betreffen. Und da bekommst du ja aber auch sehr privat sehr viele Nachrichten oder auf deinen Accounts letztlich. Genau. Und du gehst auch in Schulen zum Beispiel, habe ich gesehen. Und genau, also ich bin immer wieder mal für den Bundesverband tätig, also dass ich auf Veranstaltungen dort Reden halte, dass ich ganz viel im Kontakt mit anderen Familien bin, mit den Eltern, aber eben auch mit den Jugendlichen selbst. Und ich bekomme auch immer wieder Nachrichten auf meinem Instagram von Jugendlichen, die halt sagen, okay, das und das ist mein Problem, könntest du mir helfen? Und ich freue mich unfassbar, dass ich vielleicht irgendwie meine Erfahrung weitergeben kann und dass es mittlerweile Social Media gibt und dass dieses Netzwerk an chronisch Erkrankten so groß ist, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ich glaube, das ist aber, ich kann aber auch immer nur aus meiner Erfahrung sprechen und aus meiner Berufserfahrung und aus dem, was ich mir anlerne und angelernt habe. Und deswegen glaube ich, es ist total hilfreich, wenn man vielleicht eine zweite Anlaufstelle hat, eben wie den Bundesverband. Also zum Beispiel hat der Bundesverband jetzt auch ein Projekt, das heißt ein Peer-to-Peer-Projekt, bei dem andere junge Erwachsene mit angeborenem Herzfehler quasi E-Mails von anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beantworten, eben genau über solche Thematiken, weil vielleicht sich einige nicht trauen, mich persönlich anzusprechen oder andere, die darüber schreiben oder bloggen oder sonst was. Aber auch zum Teil, weil die beratenden Personen, die dort sind, die sind dafür ausgebildet. Zum einen haben sie selbst einen angeborenen Herzfehler, sodass sie vielleicht viel, viel besser verstehen, was gerade das konkrete Problem ist. Aber zum anderen auch in der beratenden Funktion wirklich ausgebildet sind. Deswegen finde ich das auch eine total gute Möglichkeit, für andere Betroffene sich dort vielleicht zu melden. Ja, also auf jeden Fall echt eine super Möglichkeit, gerade für Betroffene, aber auch für Angehörige, sich da mal umzuschauen. Den Link packe ich in die Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, auch wenn euch das Thema einfach generell interessiert. Oder falls ihr natürlich jemanden kennt, der betroffen ist, dann schaut da mal rein. Und auch gerne natürlich bei Sabrinas Instagram-Kanal oder bei ihrem Blog. Die Texte sind echt wundervoll. Also wirklich ganz, ganz viele tolle Gedanken. Nicht nur für Menschen, die eine Erkrankung haben, sondern auch so kann man da ganz viel mitnehmen. Dankeschön. Und ja, dir danke ich auf jeden Fall, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, hergekommen bist. Sehr gerne. Und vor allem, dass du so offen über deine Erfahrungen gesprochen hast und auch vor allem über deine Gedanken und Gefühle, weil waren ja auch sehr viele sehr private Gedanken dabei. Ja. Die nicht jeder so gerne einfach teilt und die aber, finde ich, wirklich eine schöne Inspiration sind für Menschen, die auch betroffen sind, vielleicht auch eine andere Erkrankung haben, vielleicht auch gar nichts haben. Genau, für alle Fälle danke dir. Ich danke dir für das wunderschöne Feedback, das freut mich sehr und ich glaube, das ist auch so, wir alle leben so ein individuelles und verschiedenes Leben und das ist okay so und trotzdem können wir vielleicht das Gleiche daraus ziehen. So. Nur weil ich vielleicht irgendwas erlebt habe, kann ja eine Person was anderes Schlimmes erlebt haben, aber zu demselben Gedanken kommen. Und deswegen freut es mich sehr, das so von dir zu hören. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, das Thema anzusprechen. Es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Und Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Ihr schaut euch gerne noch das Video über angeborene Herzfehler an. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Denkt auch ans Liken und Abonnieren. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Eure Florence.